Was für ein Drama im Container von Promi Big Brother. Die anfängliche Harmonie ist endgültig Geschichte. Und die täglichen Nominierungen bringen die Promis an ihre Grenzen. Besonders im Fokus, Daniel Lopez und Mimi Fiedler. Was zunächst nach einem freundlichen Akt aussieht, Mimi schützt Daniel vor der Nominierung, entwickelt sich schnell zum Streit. Kaum hat sie ihn gerettet, macht sie ihm Vorwürfe, du darfst mich vor der nächsten Nominierung nicht mehr fragen, ob ich dich wählen würde. Daniel ist sichtlich perplex und erklärt, ich war mir sicher, dass du Jochen wählst. Wie kannst du jetzt behaupten, ich hätte dich beeinflussen wollen? Was folgt, ist eine hitzige Diskussion, die ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Noch vor kurzem haben sie von ihrer guten Beziehung geschwärmt, doch jetzt scheint alles zerbrochen. Daniel zieht einen Schlussstrich, du sagst, wir sind Freunde, und im nächsten Moment wirfst du mir sowas vor. Jetzt spielst du dein Spiel, und ich meins. Wir sind kein Team mehr, für ihn ist klar. Mimis Verhalten ist einfach nur eine Show, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Und was sagen die Zuschauer dazu? Auf X, ehemals Twitter, schlagen sich die Fans eindeutig auf Daniels Seite. Mimi ist so unsympathisch und sie verletzt andere, nur damit sie sich besser fühlt, lauten einige der Kommentare. Besonders Mimis plötzlicher Sinneswandel kommt beim Publikum gar nicht gut an. Daniel hat so recht. Wie wird sich dieser Konflikt weiterentwickeln? Schaltet ein, um die ganze Drama-Höchstspannung im Container zu verfolgen.